feeling jaded, huh? Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though, I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another trip on the hill. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr schon gelesen habt in der Infobox, habe ich heute für euch ein Make-up-Haul. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Vor ein paar Wochen ist es schon ein bisschen her. Und ihr habt schon ein paar der Sachen in ein paar Make-up-Videos gesehen. Und zwar habe ich die Sachen von dieser Webseite, Pink Panda nennt sie sich. Die habe ich zufälligerweise auf Facebook entdeckt, bin raufgegangen und ich muss sagen, die haben echt günstiges Make-up. Die führen High-End-Make-up, das heißt so diese Brushes von Sigma zum Beispiel und so andere Brands, die ich jetzt selber von Namen nicht kenne, aber teuer sind, aber auch etwas günstigere Sachen. Die haben auch Sleek-Make-up. So, bevor wir zu viel quatschen, würde ich sagen, wir beginnen sofort mit dem Video. Ich werde einfach hier unten sind die Sachen, ich werde da was rausnehmen und euch das einfach zeigen. Ich glaube, ich fange mit den Paletten an. Und zwar einmal hier die Make Up Revolution London Palette. Die Ultra Cover and Conceal Palette. Ich habe sie mir in Medium bzw. Medium-Dark geholt. Und ich muss sagen, ey, die ist echt gut. Also ich habe sie auch schon benutzt, das werdet ihr gleich sehen. So sieht die aus. Hat 8 Concealer drin. Und zwar kann ich jetzt das hier nicht wirklich benutzen, aber ich benutze auf jeden Fall die 4. Und zum Konturieren, diese Farbe ist Bombe. Ich suche hier immer nach etwas, was richtig dunkel ist. Und das ist der Bomb.com. Als nächstes habe ich wieder hier eine Palette von derselben Firma, Revolution Makeup. Und zwar ist das hier eine Eyeshadow-Palette mit 32 Eyeshadows drin. Und es ist, die nennt sich Affirmation. Und die sind so pigmentiert, die Farben, und überhaupt nicht teuer. Und einfach, schon allein schaut euch mal den Spiegel an. Der Spiegel nimmt einfach die gesamte Palette ein. Das finde ich schon mal richtig, richtig krass gut. Und genau, das sind hier jetzt die Farben. Ich mache das mal hier mal weg, dann könnt ihr das besser sehen. Hier haben wir mal etwas knalligere Farben. Und die hat halt wirklich eine Mischung aus matten Farben und so Glitzerfarben. Ich liebe diese Firma, weil die sind günstig und trotzdem hochwertig. Also Qualität ist 1A. Auch die Verpackung, die Qualität ist 1A. So, und weitere Palette von denen, die kennt ihr schon. Das ist die Fortune Favors the Brave Palette. Die habe ich auch schon in 2 Videos genutzt gehabt. So sieht die aus. Die kommt auch wieder der Riesenspiegel. Die kommt hier mit einem Pinsel, aber den Pinsel benutze ich nicht, weil, ja, benutze ich einfach nicht. Und das sind die Farben. Schaut euch mal an. Das war die erste, die ich geholt habe, und diese Pigmentierung der Farben ist so krass, Leute. Ich kann nochmal ein separates Video dazu drehen, dann einfach unten kommentieren mit einem Herz, und dann werde ich ein separates Video extra für die Paletten machen mit Swatches, dass ihr das euch mal angucken könnt, weil die sind krass. Und schon allein die Verpackung mit diesem goldenen, also einfach wow, für den Preis ist das echt krass. Dann haben wir wieder eine Revolution Palette, diesmal ist das hier so eine Redemption Palette Icon 1. Es gibt die auch, also es gibt glaube ich noch 4 verschiedene. Diese hier hat leider keinen Spiegel drin. Die hat so einen Pinsel, leider keinen Spiegel. Aber schaut euch auch die Farben hier an. Also ich liebe ja Make-up. Und da diese Farben sehr pigmentiert sind für den Preis, habe ich auch noch die hier geholt. Dann habe ich auch noch eine etwas teurere Eyeshadow-Palette geholt, weil die wollte ich auch schon die ganze Zeit haben, also schon seit einer längeren Zeit. Und die ist von The Balm Cosmetics. Vielleicht kennt ihr die, gibt es auch bei Douglas. Und zwar die Nude Tude. So sieht die aus. Und die kommt auch mit einem Pinsel. Und das sind hier die Farben. Ganz ehrlich, Leute, ich wollte diese Palette nur allein wegen dieser Farbe hier oben. Die nennt sich Sexy. Die ist so schön.
und diesen Braunton, diesen, die hier nennt sich Sleek. Genau, so sieht die aus und ich muss sagen, die ist auch sehr pigmentiert, die Farben. Sehr schön aufzutragen und ich liebe die Palette. Der werde ich auch ein paar Looks machen. Hier ein paar Highlighter, die relativ gut sind für den Preis. Nicht relativ, sondern sie sind wirklich sehr gut für den Preis. Und zwar ist hier ein Highlighter von Freedom, nennt sich die Firma. Jetzt könnt ihr das nicht richtig sehen. Pro Highlight in der Farbe Brighten. Ich werde das mal swatchen. Oh ja. Also dieser Highlighter highlightet dein ganzes Leben weg. Also mit dem Highlighter hast du mehr Highlights in deinem Leben, als wenn du ihn nicht hast. Der nächste Highlighter ist von der Marke Revolution. Will ich auch mal ausprobieren. Die Farbe nennt, das ist so ein Vivid Backed Highlighter in Golden Lights. Den swatche ich jetzt hier. Oh mein Gott, schaut euch das mal an, Leute. Unnormal. Oh mein Gott, das ist der hier. Und die kosten ungefähr 4 Euro, nicht mal. 3,95 Euro oder sowas in der Art. Oder 3,45 Euro, bin mir nicht mehr ganz sicher. Highlighter. Noch einmal von der Marke Revolution. Und der hier kommt mit einem Spiegel. Und das ist der Highlighter. Ich werde den mal swatchen. Der trägt sich sehr, sehr gut auf. Der ist so smooth. Oh, als nächstes habe ich mir auch so, also die Contour Cream Kit Palette bestellt von der Firma Sleek. Und zwar in Dark, wie ihr lesen könnt. Aber ich muss dazu sagen, diese Contour Farbe 06, also das kommt hier so mit so einem Zettel mit drinne. Es hat auch so einen riesen Spiegel, was ich richtig gut finde. Und das sind jetzt hier die Farben. Dafür, dass das hier dark sein soll, ist das hier, wie ihr seht, das ist für meine Haut zum Konturieren immer noch viel zu hell. Da finde ich die Revolution Palette viel besser. Deswegen, die hier werde ich auf jeden Fall verkaufen, weil ich werde sie nicht behalten. Also ich kann sie nicht wirklich nutzen. Als nächstes habe ich mir hier so ein Real Technique Pinsel gekauft. Den will ich nutzen für Highlights. Das ist so ein Setting Brush. Aber ich nutze den, oder ich habe den auch schon benutzt, halt zum Highlighten, weil der so schmal ist und der passt sich sehr gut an. So. Hast nicht gesehen? Der ist richtig super und ja, Real Technique. Pinsel, ein Pinsel der Marke Revolution. Den habe ich aber noch nicht genutzt. Das ist ein ganz normaler Blending Brush. Der ist ultra weich. So sieht er aus. Habe ich ein paar Lipglosse. Und zwar einmal hier Lip Amplification Lipgloss von der Marke Revolution. Die Farbe nennt sich Conviction. Das ist so ein richtig dunkles Rot. So ein Schwarz-Rot schon. Und ich stehe ja komplett total auf solche Farben. Dann habe ich noch so eins in der Farbe Limitless. Der ist immer noch in. So sieht der aus. Und die trocknen nicht matt, sondern die sind halt cremig, aber die kleben nicht so an den Lippen. Das finde ich so ganz gut da dran. So, als nächstes habe ich mir ein paar Lippenstifte geholt. Da werde ich die jetzt einfach vorstellen und ihr werdet dann... Ich werde sie swatchen und euch die Namen mit hier angeben. Brauche ich eigentlich nicht viel quatschen. Das hier ist jetzt so ein Grünton. Jetzt
So, als nächstes habe ich hier von der Marke Revolution ein Focus and Fix Eye Primer. Einfach so Nü-Ton. Das ist für die Augen als Primer. Hier dasselbe, nur ist das jetzt hier ein Liquid Concealer in der Farbe Medium Dark. Also da dachte ich, ist euer Ernst, das ist doch kein Medium Dark, das ist viel zu hell. Ihr werdet jetzt auch sehen, ich swatch das mal. Das ist Medium Dark. Viel zu hell. Also das werde ich auf jeden Fall als Primer benutzen. Man kann ja Concealer als Primer benutzen für Eyeshadows und dafür werde ich es nutzen, weil das ist kein Concealer in Medium Dark. Hier noch so ein Lipgloss. Ich weiß gar nicht, wieso ich diesen Lipgloss bestellt habe, aber ich war, glaube ich, in so einem Bestellwahn. Das ist so ein zartes Rosé-Beige-Ton, würde ich sagen. Ist von der Marke Golden Rose. Und die Farbe nennt sich, wo steht die? Ist die Farbe Nummer 8. Und den würde ich auch nur so tragen, wenn den, einfach so mal, wenn ich sonst nichts zu tragen habe. So ein, seht ihr das? So ein Glitzerton. Ah, der ist wirklich sticky, also der ist so klebrig. Ich habe den schon mal drauf gehabt. Und der ist klebrig und ich mag das überhaupt nicht. So, als nächstes habe ich hier einen Pinsel der Marke W7. Ein Gesichtspinsel und zwar ist der zum Konturieren. Der hat auch so schon die Form, dass sich das wirklich so anpasst. Den habe ich noch nicht benutzt, der ist komplett neu. Kann ich euch mal sagen, dann, wenn ich den mal benutzt habe, ob der gut ist. So, zu guter Letzt habe ich noch zwei Eyeshadows separat bestellt, weil ich die mal probieren wollte. Die sind beide von der Firma Freedom. Einmal hier dieses Blau. In der Farbe Bright 221. Bam, die sind so hochpigmentiert. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal von der Firma mir noch mehr Eyeshadows holen. Das ist so ein Babyblau. Einfach, boah, wie schön. Und dann halt so ein braunen Ton. Den habe ich hier geholt für die Übergänge. Also den als Untergrund zu benutzen vielleicht mal. Mal schauen. Es ist voll mit Swatches. Ich kann jetzt erstmal nichts anfassen, weil ich auch noch weiß trage. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt bis jetzt positive Erfahrungen mit dieser Marke gemacht. Also mit diesem Online-Shop besser gesagt, weil der führt verschiedene Marken. Und ich plane auch noch mehr zu bestellen, weil die Sachen sind günstig, die Make-up-Brands dort. Und gleichzeitig so, Qualität ist sehr gut. Bei eurer Erstbestellung, wenn ihr jetzt plant, da was zu bestellen, könnt ihr euch da auch ein Geschenk aussuchen. Ich finde das voll toll. Ich habe mich auch voll gefreut, als ich die Seite entdeckt habe. Deswegen wollte ich das jetzt gerade mit euch ein bisschen teilen mit diesem Haul. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke, wie gesagt, für die tollen Kommentare, die ihr immer gebt, für die Daumen hoch und alles. Und dass wir auch schon so zahlreich sind. Und ja, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wie ich schon gesagt habe, so ein Swatches-Video, dann unten gerne kommentieren. Mit Herzen am besten, dass ich dann Bescheid weiß. Und ansonsten sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video.